Versuch 4523,2,4,8910. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann muss ich leider Fortnite deinstallieren oder so. Der kann das doch nicht sein. Guck mal, wie viele Kugeln da liegen. Ich hab's nicht hinbekommen, das erste Ding. Ich hab's nicht hinbekommen. Ich dachte bis heute, ich bin ein schlauer Mensch. Bin ich nicht. Ich bin einfach nur... Wir sind zurück, Freunde! Ein Jahr später. Upgrade. Ich bin irgendwie hübscher geworden. Aber es liegt an der Kamera, eigentlich bin ich hässlich. Und wir spielen heute wieder den Scissors Deathrun 3.0. Vielleicht können sich einige erinnern, Freunde. Schreibt es mal in die Kommentare. Vor einem Jahr und einem Monat habe ich diesen Scissors Deathrun aufgenommen und ich habe bei Level 3 verkackt. Jetzt sind wir aber die heftigsten Deathrunner auf der ganzen Welt. Und da man den Scissors Deathrun nicht alleine machen kann, Freunde. Also früher habe ich ihn alleine gemacht, aber ich brauche ein bisschen Unterstützung von dem zweitbesten Deathrunner dieser Welt. Das ist der Liebe. Du bist der fetteste Mensch, den ich gesehen habe in meiner ganzen Leben. Ja, weil man sich selber auch nicht angucken kann. Und vor allem, okay. Warum mache ich eigentlich bei diesem Scheißvideo mit, Digga? Odoman. Warum? Er sagt Scissors Deathrun mit Odoman, mit dem schlechtesten Deathrunner, den es gibt. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie viel Level der hat, Freunde. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wo ihr denkt, Odoman bleibt stecken. Ich sag Stufe 2. Meinst du denn, ich sag Stufe 1? Okay. Früher war das so. Oder? Ja, früher war es hier, dachte ich, man muss durch die Tür, aber das ist ein Troll. So Ach, richtig ah. Oldschool-Troll. Mashallah, Bruder. Mach nochmal. Okay, und jetzt sind wir bei Level 1, Freunde. Let's go, baby. Easy Slide. Guck mal, Odoman, den kriegst du safe auch hin. Meinst du? Ich glaube schon. Also er ist nicht so einfach, aber jetzt auch keine Hürde. Ich glaube, dass... Ich hab's nicht geschafft. Letzter Sprung, sonst hätte ich's geschafft, Bruder. Nee, das geht noch weiter oben. Alter Maul. Ja. Das geht noch richtig weit, Digga. Alter Maul. Okay, einfach einlenken, Freunde. Easy. Springen. Okay, haben wir. Level 2, Freunde. Let's go. Kann man nichts sagen. War okay. Ich geh weiter. Ich bin hängen geblieben. Nein, ich hab's geschafft. Das stimmt. Ich hab's geschafft. Hast du's ehrlich? Bruder, ich bin stolz auf mich selbst. Mashallah, Bruder. Ich sag nicht, dass er Level 2 stecken bleibt, weil Level 2 ist nicht so schwer. Man muss nur einmal. Man muss einfach ein paar Mal versuchen und irgendwann ist man drauf. Weißt du, wie ich meine? Das ist easy, ist easy. Das kriegst du noch hin. Aber es gibt ein paar Level, die wirklich schwer sind. Okay, jetzt weiß ich wie. Du musst auf dieses Ding raufspringen, Odoman. Ach was? Also nee. Nicht Momentum Jump, sondern raufspringen. Ach, raufspringen? Genau, okay, so mittig raufspringen. Okay. Okay, das ist ja hier Level 4, Freunde. Hier wird Odoman Probleme haben. Ich habe da auch mal Probleme. Und ich mach's First Try, Freunde. Nein. Ich will dafür 7000 Likes auf diesem Video sehen. Was ist das, Digga? Das ist Impulse Jump in die Tür rein, Digga. Nee. Ja. Okay, RIP, Level 3, ich bin zum Scheiter verurteilt, Bruder. Jetzt wird's langsam schwierig. Bei Level 5 wird's langsam schwierig, Freunde. Hier habe ich, glaube ich, schon aufgegeben das letzte Mal. Ich bin mir nicht sicher. Oh! Ich bin reich! Komm in meine Dickgruppe mit den Dicken. Hallo? Odoman, wo bist du? Bruder, ich bin Level 2 und bin dick. Nein. Oh mein Gott. Okay. Warum habe ich mich eigentlich zu diesem Video einverstanden lassen? Aber das Ding ist, Freunde, ich kann mich daran erinnern, dass wenn wir diese Impulse-Jumps schaffen, ist hinter der Tür eine Falle, die einen killt, wenn man nicht weiß, dass sie da ist. Wir wissen das aber. Ich glaube, da habe ich aufgegeben, weil ich habe das früher geschafft sogar. Ohne Witz, ich habe dieses Impulse-Ding hier alles geschafft und dann bin ich an der Falle gestorben. Okay, André. Ich bin bei Level 4, Bruder. Okay. Glaub an dich, Mama. Wie soll das mit der Impuls gehen, Bruder? Entspann dich. Oh mein Gott, das war so knapp. Haben wir. Einfach von ganz hinten. Momentum Jump. Junge, warum macht der da so eine komische... Wie nennt man das? Bogen rein. Ich hab's geschafft, André. Sehr First schön. Try. Jetzt, First try, Digga. Jetzt First sind wir try. Am Arsch, weil wir beide die ganze Zeit immer uns wegboxen. Okay, mach. Ich bleib hier und guck hinzu. Du musst... Der Sprung hier ist eklig. Der Rest... Geht eigentlich. Der hat's geschafft, Digga, ich glaub's nicht. Okay. Hier, der Sprung ist eklig. Okay. Junge, es ist so knapp. Ich muss noch mehr bremsen, Freunde. Wenn ich es vor dir schaff, Digga, dann bist du einfach eine Blamage, André. Ist halt wirklich so. Und dann will ich einfach in die Kommentare Hashtag Blamage sehen, hören. Ist halt jetzt lesen. Schon Blamage, dass wir auf einem Level sind gerade. Hey, sag doch sowas nicht, Digga. Warum bist du so gemein? Geschafft, Freunde. Hier ist eine Falle. Odoman, wenn du hier durchkommst, an der Wand ist eine Falle. Lass dich nicht davon killen. Okay, let's go. Ich probier's. Wir warten natürlich nicht auf Odoman, weil das kann vielleicht lange dauern, kann aber auch gleich schnell laufen, Freunde. Wir versuchen natürlich, so weit zu kommen wie möglich. Ist ein Scissors, sag mal. Nicht einfach. Aber halt auch schon jetzt ein Jahr lang her. Und ich mache ja auch seit einem Jahr jetzt
of Deathrons. Also sollten wir eigentlich... Wir sind ja jetzt schon weiter als in meinem alten Video. Digga, ich krieg grad Dings, einen zweiten Gehirn. Okay, hier kriegt man nochmal Speed. Zweiten Gehirn? Ja. Wir machen das auf... Wir machen das auf... Oh mein Gott! Junge, mir schreibt nie jemand bei WhatsApp. Aufnahme, auf einmal 20 Nachrichten. Immer so, Digga. Immer so. Auf einmal ganze Familie will von mir auf einmal irgendwas. Ja, die wollen Dings, Digga. Die wollen Händekuss. Kennt ihr das, Freunde? Ihr macht PlayStation an oder PC. Auf einmal ganze Welt liebt euch. Dann macht ihr auf einmal, ich schwöre, ist halt echt so. Ihr habt irgendwas zu tun, keiner schreibt. Der will meine Seele, Digga. Scissors will meine Seele. Scissors will meine Seele, Digga. Oh, Junge, er will stell dir vor, du träumst von so einem Deathrun, Digga, den du niemals schaffen wirst, Digga. Und dann wird so Scissors und scissert dich in dein Gesicht, weißt du, ich meine? Kann man noch falsch verstehen? Hättest du gesagt, dir ins Gesicht, hätte ich das falsch verstanden. Vielleicht nennt man ihn auch Jizzers. Jizzers, Digga. Patafoifoi, patafoifoi. Patafoifoi. André, ich hasse dich. Mann! Okay, letztes Ding. Beim letzten Ding verkackt. Junge, Mann! Junge! Es war so schön von mir gespielt, Mann. Mal 4 ist 10, oder man ist dick und das ist so. André macht das Ding. First try und er ist... Oh mein Gott, war da eine Falle und ich bin sie gedodged. Da kommt hier oben ist safe auch eine Falle. Hast du geschafft, André? Bitte, Checkpoint. Level 7. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Okay, Refresher, Digga. Beim Refresher, André. Danach ist Speedrun. Mit Eis an den Füßen. Wie ein Heart Attack. Freunde, man muss vorher schon berechnen, wann man stoppt. Okay, Scissors. Ich frag mich, wie der Typ das getestet hat, Digga. Oder das Ding ist, der Typ ist, dem sein Brain, weißt du, was der in seinem Brain hat, Digga? Scheren, Bruder. Weil das Ding... Ich hab's... Oh mein Gott, er hat mich verarscht. Die Schlussfalle fällt man rein. Ja, mit der Schere hat der immer Leute beschnitten, Digga. Und das Ding ist, wenn wir den Deathrun hier nicht schneiden. Wenn wir den Deathrun nicht schaffen, dann werden wir auch beschnitten. Also ich meine. Okay, wir haben's. Da ist eine Falle oben, Freunde. Haben wir gesehen. Haben wir gesehen. Aber stark von dir, dass du so weit kommst, Digga. Ohne Witz. Das ist ein wirklich schwerer Deathrun. Ja? An der Wand war auch eine Falle. Ich habe die mit Glück geschafft. Maschallah, André. Ich mach kein Auge, dass du es schaffst. Danke. Das war aber Ironie, oder? Nein, war's nicht. Wallah. Nein? Soll ich schaffen? Schaff, Bruder. Glaubst du, ich schaff den ganzen Deathrun? Ich glaub, du schaffst den und da verpiss dich ohne mich, Digga. Ich weiß gar nicht, wie viel Level der hat. Ich schwöre, nein. Er gibt dir so, er schenkt dir gar nichts. Nee. Was, warum er ist soll so er Weihnachten, schenkt dann nix. Ja. Oh mein Gott, wir haben sie drauf. Warte. Ja. Bitte auch. Oh, ich bin so, oh mein Gott, ich bin so ganz knapp dran vorbeigeflogen. Aber ist möglich, Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme. Okay, okay. Das sieht gut aus. Bitte. Ich bin daneben geflogen, Mann. Aber möglich, Freunde. Ist möglich. Wir dürfen nicht aufgeben. Hätt und dreh! Level 9, Digga. Auf geht's. Wenn das nächste Video, was auf André seinem Kanal Deathrun ist, was mit mir ist, dann bin ich ein Dummkopf. Egal, mach ich eins mit Mirkan und dann wieder mit dir. Piss dich. Du hast gesagt, nur eins, das nächste. Okay, wir machen das jetzt auf langsam. Aber dafür beständig, Freunde. Ganz wichtig. Momentum Jump haben wir. Diese Neo Jumps auf der Seite, eigentlich kann ich die durchhasseln. Was ist das für Geräusch? Was er will! So, nach diesem Scissors Death Run, ich küsse einfach deinen Schwabbel. Beruhig dich. Okay, Entschuldigung. Wir hasseln jetzt. Okay, jetzt musst du meinen Schwabbel küssen, Odermann. Okay, ich küsse. Wir sind drauf. Es hat geholfen, Odermann. Oh mein Gott, Junge. Kann ich mich irgendwie noch retten? Nein. Haben wir? Haben wir. Jetzt haben wir ein Problem, Freunde. Haben wir. Entspann dich, Odermann. Easy. Wir müssen jetzt nur weitermachen. Genau so weitermachen. Ey, André, weißt du... Oh mein Gott, ich bin weit. Chill, bitte. Da oben hin, ohne zu sterben. Okay.
Wohin jetzt? Müssen wir jetzt da rüber? Wir sind drauf. Digga, oh Mann, ich bin todesweit. Ja. Freunde, wenn ich jetzt verkacke, ist das Video vorbei, ohne dass ich was sage. Okay. Auf, dass du stirbst, Digga. Ich mach. Auf geht's. Okay, Freunde, wir haben jetzt... Eigentlich wollte ich das Video beenden, aber wir machen jetzt nochmal den letzten Try hier. Und weil Odoman es noch geschafft hat... André, da war eine Deckenfalle. Warum sagst du mir nicht, dass da eine Deckenfalle ist? Es war nicht... Da war eine Falle oben! Wir machen einfach ohne lange labern. Wir haben's. Odoman, ich hab's. Echt? Warte. Trap-Tunnel ohne Checkpoint. Trap-Tunnel ohne Checkpoint. Stufe 10, Freunde. Oh mein Gott, Digga. Hast du es geschafft? Ja, ja. Bruder, herzlichen Glückwunsch. Tschö. Nein. Okay, das ist Free-Level. Okay, wir sind drauf. Jetzt ist er hier so gesprungen und ganz an die Ecke. Oh mein Gott. Bitte. Nein! Haben wir. Wir sind bei Level 11. Sag nicht. Oh mein Gott. Muss man hier... Ich glaube, man kann gar keine Momentum-Jumps mehr machen auf... Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's, weil keine Ahnung, was sie mit dem Jump-Pad gemacht haben. Ihr wisst ja, Fortnite ändert man gerne Sachen. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, aber früher konnte ich eigentlich Momentum-Jumps aufs Jump-Pad easy machen. Freunde, wir sind auf jeden Fall bis Level 11 gekommen und wir würden jetzt auch noch weiterkommen, sage ich euch zu 1000%. Und wenn wir noch lange genug spielen würden, würden wir das auch noch zu Ende kriegen. 100.000%. Aber, Freunde, das war der Beweis für mich, dass man besser geworden ist, weil ich war nie sicher, ob ich wirklich besser geworden bin in Deathmans. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt sowas nochmal sehen oder bei Odoman, schreibt es gerne in die Kommentare. Pisst euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao!